Das ist aber nix. Schon wieder nix. Was ist denn nur los? Seit Tagen fange ich nur noch Dosen und Schuhe. Da, jetzt hat einer angebissen. Jetzt aber. Na dann mein Tau. Oh, das ist ja mal ein großer. Mal schauen, was ich jetzt gefangen habe. Hi. Freut mich. Ich bin Captain Hansen. Sag mal, schnappst du mir alle Fische weg? Ich? Nee. Ich fange ja nur Dosen und Schuhe. So, so. Nur Dosen und Schuhe? Keine Fische? Ich auch. Denn den Fischen geht es nicht so gut. Warum geht es denn den Fischen nicht so gut? Weil so viel Müll im Meer ist. Was haben Dosen und Schuhe im Meer verloren? Das Wasser ist doch keine Müllhalde. Das ist mein Zuhause. Und ich sorge dafür, dass das wieder sauber wird. Und darum fängst du Dosen und Schuhe? Das ist ein Ding. Ja, und dann hänge ich sie dir an den Haken. Und dann hängst du sie mir an den Haken? An meinen Haken? Genau. Darum fange ich seit Tagen nur noch Dosen und Schuhe. Ich hab gewusst, dass die Sache einen Haken hat. Aber du hast recht, Hai. Müll gehört ja mal nicht ins Wasser. Dazu ist Wasser zu wertvoll. Und mit Wasser kann man ganz viele tolle Sachen machen. Sag mal, Kinder, was macht ihr denn so mit Wasser? Mit Wasser putze ich Zähne, wasche mich und dusche mich und bade mich. Und am meisten Spaß macht es, wenn wir den Rasenspringer unter das Trampolin stellen und da drauf rumhüpfen. Ich esse gerne Eiswürfel und ich male gerne mit Wasserfarben. Und wenn der erste Sonnenstrahl in den Garten kommt, will ich sofort den Rasensprenger und das Planschbecken aufbauen. Und ich gehe auch gerne ins Schwimmbad. Heute mit ganz viel Wassergeschichten, einer besonderen Taufe, Seerosen mit Botschaften zum Selbermachen, einem Schwein, das badet, einem Experiment und natürlich mit eurer Sonntagsschnecke Fienchen. Hallo, ich bin Fienchen, die Sonntagsschnecke. Winkt mir mal, ihr Kleinen. Und ihr Großen, winkt mir auch mal. Ich bin total aus dem Häuschen, dass wir Gottesdienst für kleine Leute feiern. Heute geht es um eine sehr wundersame Sache. Um Wasser und was ihr alles Wunderbares mit Wasser machen könnt. Ich bin schon sehr gespannt. Und wir feiern diesen Gottesdienst natürlich, weil Gott uns einlädt, ihn zu erleben, ihn zu spüren auf unterschiedliche Weise. Als Vater, der dich lieb hat, streichelt euch mal über die Wange. Als Sohn, der uns kennt, tippt euch mal auf die Brust. Und als Heiliger Geist, der immer da ist, umarmt euch mal. Wisst ihr, wie Schnecken beten? Genau, wir gehen dazu ins Häuschen, machen die Augen zu, strecken die Fühler aus und das Herz ist ganz wach. Und wie betet ihr? Hände nach vorne, Finger zusammen
und vor die Brust. Augen zu und das Herz ist ganz wach. Gott, danke, dass du da bist. Manchmal spüre ich das. Wenn wir Kinder reden, dann bist du ganz Ohr. Wenn wir beten, lachen, singen, dann sind wir mit dir verbunden. Mach mich bereit. Ich freue mich auf dich. Amen. Weißt du schon? Du bist ein Volltreffer. Voll, voll, Volltreffer. Ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer. Du bist wertvoll. Ja, du. Wunderbar bist du gemacht. Mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du sehen kannst. Ist das schön! Dubidubidubidubidu, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Ach, so ein Bad ist saugeil, oder? Was machst du denn da? Ich? Ich wasch mich. Du wäschst dich in meinem Wohnzimmer? Dein Wohnzimmer? Ja, ich wohne hier. Entschuldigung, das kann ich ja nicht riechen. Das glaube ich dir, aber ich kann dich riechen. Ich kann dich sogar schmecken, denn ich atme das Wasser, das du dreckig machst. Aber wie soll ich denn sonst sauber werden? Warum hast du dich überhaupt so eingesaut? Weil ich eine Sau bin? Aber Wasser ist doch zum Waschen da, oder? Aber nicht nur, auch zum Schwimmen und Tauchen. Und zum Saufen und Planschen. Und zum Taufen. Zum Tauchen, ja, hast du schon gesagt. Zum Taufen. Tauchen. Taufen mit F. Ich hab grad gedacht, du hast Taufen gesagt. Hab ich ja auch. Taufen? Was ist das denn? Wenn Gott zu jemandem sagt, du bist mein Kind, ich hab dich lieb, das ist Taufen. Und wie geht das? Du wirst dreimal untergetaucht, blub, blub, blub. Oder jemand gießt dir dreimal ein bisschen Wasser über den Kopf und sagt noch was dazu. Dann bist du getauft. Dreimal? Das reicht aber nicht, um sauber zu werden. Darum geht's auch gar nicht, sondern dreimal, weil dir Gott dreimal sagt, dass er dich lieb hat. Und wieso dreimal? Weil Gott dir auf drei verschiedene Weisen begegnet. Kennst du die Geschichte, wie Jesus getauft wird? Da ist Gott auch dreimal da. Das klingt sauspannend. Das ist Johannes und der Fluss hinter ihm heißt Jordan. Johannes sagt: Lasst euch taufen. Jetzt ist die Zeit dafür. Einige Menschen kommen zu ihm und lassen sich taufen. Eines Tages kommt auch Jesus zu ihm und sagt: Johannes, bitte taufe mich. Johannes meint: Ich dich? Eigentlich muss ich von dir getauft werden. Aber Jesus sagt: Mach's einfach. Gott hat sich was dabei gedacht. Also gehen die beiden in den Fluss und Johannes tauft Jesus. Da geht auf einmal der Himmel auf. Eine Taube schwebt vom Himmel herab. Jesus und Johannes erkennen, dass das die Kraft von Gott ist. Und dann hören beide eine Stimme. Sie wissen nicht, ob die Stimme von oben kommt oder von innen. Aber sie spüren, dass es die Stimme von Gott ist, der sagt: Du bist mein Kind. Ich habe dich lieb. Johannes staunt. Denn er hat noch nie Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichzeitig erlebt. Und er spürt, wie viel Liebe von Gott kommt. Warum sagst du, ist Gott jetzt dreimal da? Na, einmal, weil Jesus da ist.
In Jesus begegnet dir Gott. Okay, das verstehe ich. Jesus und Gott gehören zusammen. Und wenn Jesus mit Gott redet, nennt er ihn Vater und meint damit, dass Gott für ihn wie ein Papa ist. Das verstehe ich auch noch. Und was ist das für eine Taube? Was soll das für ein Geist sein, der da kommt? Der Heilige Geist ist die Kraft, die alle Menschen mit Gott verbindet. Der Heilige Geist gehört auch zu Gott. Wenn Gott mir Mut macht zum Beispiel, wenn Gott mich tröstet oder wenn ich mich ganz doll freue, dann spüre ich den Heiligen Geist, also die Kraft von Gott. Wow, dann gibt es Gott gleich dreimal und immer ist es Gott, oder? Das ist so wie mit Wasser. Wieso Wasser? Wasser gibt es auch dreimal, aber es ist immer dasselbe Wasser. Mit Wasser kennst du dich ja aus, aber das will ich jetzt noch mal ein bisschen genauer wissen. Wir haben gerade ein Experiment gemacht. Ich habe erst Eiswürfel in ein Behältnis, dann gewartet, bis ein bisschen geschmolzen sind, also ein paar. Dann das Wasser reingeschüttet in das Behältnis da. Dann habe ich unten angezündet. Dann hat es angefangen zu sprudeln und zu dampfen. Und Dampf ist entstanden und es hat Wasser gespritzt. Jetzt habe ich's verstanden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gott zu erleben. So wie mit Wasser. Und ohne Wasser kein Leben. Wasser ist saugeil. Genau. Komm, wir schwimmen eine Runde. Oh ja. Aber nicht in meinem Wohnzimmer. Geht klar, Chef. Wasser des Lebens für dich. Jesus schenkt dir das Licht. Wunder des Schöpfers bist du und der Heilige Geist kommt dazu. Wasser des Lebens für dich. Jesus schenkt dir das Licht. Ein Wunder des Schöpfers bist du und der Heilige Geist kommt dazu. Wasser des Lebens für dich. Schenkt dir das Licht. Ein Wunder des Schöpfers bist du. Und der Heilige Geist kommt dazu. Wie wär's? Bastelt Seerosen. Das geht so. In der Videobeschreibung findest du die Bastelvorlage. Die am besten auf buntes Papier ausdrucken, ausschneiden. Dann faltest du die Blüten nacheinander schräg zur Mitte. Das ist wichtig, damit sie später von selber wieder aufgehen. Deine Botschaft schreibst du auf ein anderes Papier, schneidest deine Botschaft wie einen Kreis aus. Achte darauf, dass er ein bisschen kleiner ist als der Mittelkreis deiner Seerose. Dann faltest du deine Seerose wieder auf, legst deine Botschaft hinein und faltest sie wieder zu. Ein Blatt nach dem anderen.
Schenk sie jemandem oder probier es selber aus. Wenn du die Seerose ins Wasser legst, öffnet sie sich von alleine. Du kannst die Botschaft lesen und auch mitnehmen. Aber erst durch das Wasser wird die Botschaft sichtbar. In etwa so wie bei der Taufe. Viel Spaß! Das mit dem Wasser und der Taufe und Gott, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, Gott setzt Himmel und Erde für dich in Bewegung, damit du mitkriegst, dass er dich lieb hat. Und weißt du was? Manchmal gehe ich in mein Häuschen und stelle mir vor, wie sich das anfühlt, wenn Gott zu mir sagt, ich hab dich lieb. Probier es mal aus. Das fühlt sich gut an. Komm, wir probieren das mal zusammen. Und zwar beim Beten. Das Vaterunser ist ein Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Schließ mal deine Augen, wenn du willst. Fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn Gott zu dir sagt, ich hab dich lieb. Und wenn du mitbeten willst, mach mit. Oder hör nur zu und dein Herz betet still mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt bekommt ihr noch den Segen zum Mitnehmen im Herzen. Ihr bekommt ihn wie ein Geschenk von Gott, das ihr überall mit hinnehmen könnt und so überall spüren könnt, dass Gott euch lieb hat. Öffnet ruhig die Hände und nehmt den Segen dann im Herzen mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Und wenn ihr wollt, abonniert diesen Kanal und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir Kindergottesdienst feiern.